This Radiosendung is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. Sehr verschissen hat da. Hallo, saftig am Start. Willkommen zur ersten Sendung. Ich bin froh, dass ich es heute überhaupt hergeschafft habe, ehrlich gesagt, weil bei mir hat es ein bisschen gesaftelt daheim und der Installateur war gerade noch da. Aber du bist da. Ja, genau. In voller Blüte und genau. In wunderschöner Grape Juice Montur, genauso wie ich. Es war nicht abgesprochen, aber... Wir haben beide einen guten Geschmack. Hoffentlich. erste Sendung. Wir wollen uns mal kurz bedanken, dass wir überhaupt dieses Format jetzt einmal im Monat machen können. Bei der Caro und beim Johannes, bei WLAN Radio, die das ab jetzt jeden Freitag machen. Heute mit super Hip-Hop-Line-Up. Wir dürfen jetzt damit starten. Es ist wirklich urcool. Danke, weil es gibt uns was zu tun, ein Projekt in diesen Zeiten des Coronavirus! Und in diesem Sinne sagen wir Danke. Und ja, was wir da überhaupt machen, stellen natürlich viele in Frage, die uns nicht wirklich kennen. Wir waren da ein bisschen auf der Straße unterwegs und haben da auch einige Wortmeldungen bekommen von Leuten, die sich so ein bisschen als Urgestein, hätte ich jetzt gesagt, aufspielen. Urgestein. Ja, grüß euch. Hab von dieser Sendung jetzt kürzlich erfahren, finde das Format ja ganz cool, grundsätzlich, wenn Leute über Hip-Hop reden. Aber ich selbst als Urgestein des Hip-Hops, der seit 25 Jahren dabei ist, der alles aufgebaut hat, ich hab gerappt, ich hab veranstaltet, ich hab gesprayt, ich hab beatboxed, ich hab Workshops gemacht, ich hab mir wirklich den Arsch aufgerissen für diese Kultur. Und dann kommen einfach so zwei Leute her, irgendwelche Möchtegern-Hipster, die selber nie irgendwas Aktives gemacht haben und maßen sie jetzt an, irgendwie über Rap, über Hip-Hop-Kultur zu reden. So, what the fuck, Alter? Ich hab den Scheiß mit aufgebaut, ich hätte gerne mal eine Radiosendung gehabt, aber nicht. Also, Abflug. Ja, zu Recht, wahre Worte. Trotzdem, ja, wir sind da und wir freuen uns. Ja, und wir wollen ja nicht jetzt rein über Rap, beziehungsweise unterschiedliche Formen des Hip-Hop, Beatbox, Breakdance. Ich kann weder breaken, ich kann weder rappen, du kannst, glaube ich, weder sprayen noch irgendwas anderes. Wir sind Entschuldigung. Danke. Das ist sorry, ungefähr der Modus, in dem es hier weitergeht. Das war nicht so gemeint. Sondern dass wir halt im weitesten Sinne halt einfach über Hip-Hop ein bisschen quatschen wollen, welche genau. Einflüsse hat die ganze Kultur der Gesellschaft gegenüber und genau, da wird es auch weitere Sendungen hoffentlich geben, wenn es uns lassen. Schauen wir mal. Genau, und heute wollen wir euch einfach mal irgendwie einfach zeigen, wie wir zum Hip-Hop gekommen sind oder wo es Berührungspunkte gab, weil das ist beim Gary und bei mir auch extrem unterschiedlich und ja. Da ja, voll. Einmal. Starten wir mal, das ist so unser erstes Medley. Nie wieder. Den Mozart und den Wagner höre ich gerne, wenn ich jausen. Nur beim Herrn Stockhausen kriegt mein Hamster Ohrensausen. Schräg! Viel zu schräg! Kunst! Nie wieder! Jeder Schlumpf kann sich verkleiden. So wie er es mag. Bäcker Schlumpf, das bin ich. Weißes Mehl im Gesicht. Auf dem Kopf trag ich den Bäckerhut. Ich wohne als Königin unter dem Ball.
Ja, ich finde das ja extrem witzig. Ich meine, so eine Musik könntest du ja eben auch als Rap bezeichnen oder als Sprechgesang oder wie auch immer. Man muss es ja nicht so betiteln. Aber was ich so cool finde, ist ja eigentlich, dass du von klein auf sozusagen dich mit Hip-Hop befasst hast. Und das noch dazu, weil du aus Obereich bei Bruck an der Mur bist. Gerade deswegen. Shoutout an Bruck an der Mur, Obereich. Alle Leute, die gerade zuschauen. Bussi. Ja, und ich finde das schon faszinierend, wenn sich da jemand so ganz unabhängig von irgendeiner Szene oder so da so reinflasht. Ja. Wie ist denn das passiert? Ich meine, so grundsätzlich das, was wir jetzt gerade gehört haben, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als Rap wahrgenommen habe. Wobei halt so super Crew aus Klaus Eberhardinger, dann Fred Durst und, aber da bin ich mir nicht sicher, wer der bessere Schlumpfrapper war, ob es Papa Schlumpf oder Schlaubiber. Aber wäre schon fein, also wenn die irgendwie buchen will, Ewald Tata oder irgendwie vom Novarock, wäre sicher super Crew. Aber zurück zum Thema. Ja, ich weiß nicht, wie das entstanden ist bei uns. Ist irgendwie so, hat es einmal so eine kurze Phase gegeben, von wo auf einmal irgendwie amerikanische Sportarten wie Baseball super in waren. Halt einfach. Aber so wieso? Wir haben auch so amerikanische Mitschülerin gehabt in der Volksschule. Und die ist halt immer mit diesen Baseball-Cappies umgelaufen und dann hat irgendwie jeder bei uns da mitten in der Pampa am Land halt Baseball gespielt. Und dann halt auch ist halt irgendwie so schnell bei mir halt dieses Interesse halt an dieser Musikkultur entstanden halt. Und haben mir dann halt irgendwie so das Gefühl gehabt, geil, das ist da fühle ich mich irgendwie wohl, da habe ich mir so eine eigene Identität aufgebaut halt. Und das mitten im Nirgendwo. Ja. Wie war es bei dir? Also, wir sind ja nicht gleich alt, also uns trennen ja ein paar Jahre, das sind nicht so viel halt. Aber man merkt es dann doch, als wir das durchbesprochen haben, ein bisschen, wo die Berührungspunkte entstanden sind, da war es bei mir auf jeden Fall so, dass ich war schon im Gymnasium, in der Unterstufe, glaube ich, und die ersten Berührungspunkte waren dann... Ich habe so das Gefühl, ich bin direkt von Spice Girls zu Deutschrap gekommen irgendwie. Das ist naheliegend. Und ich glaube, über den Bruder von meiner, älteren Bruder von meiner besten Freundin, der ist halt doch 7 Jahre älter als wir gewesen, haben wir viel, oder habe ich zumindest über sie und ihn, glaube ich, so den Zugang zum Deutschrap gefunden. Mhm. Der ja damals eigentlich nicht so betitelt war, oder? Ja, genau, also nicht der aktuelle von der Zeit, also wir reden hier von 2002, wo ich in der Schule war, aber der Deutschrap war ja aus den 90ern, den wir gehört haben. Und wenn ich das auch mit heute vergleiche, finde ich es relativ witzig, weil ich gerade in den letzten Jahren immer sehr viel mit den aktuellen Releases und was jetzt gerade neu ist und so konfrontiert war irgendwie. Manchmal ein bisschen auf die Vergangenheit vergesse. Voll. Ja, hören wir ein paar Deutschrap-Nummern, also Deutschrap Ende der 90er, ja. Anfang der 2000er. Okay, let's go. Mic Test 1-3. Ooh-la-di-da-di-da, ladies and gentlemen, die uns noch nicht kennen, werden uns jetzt kennenlernen. Besser genau hören, wenn ich meine Punchlines bring und drop die Beats, zu denen das Tanzbein schwingt. Ooh-la, ladies and gentlemen, die uns noch nicht kennen, werden uns jetzt kennenlernen. Besser genau hören, wenn ich meine Punchlines bring und drop die Beats, zu denen das Tanzbein schwingt. Ich weiß, du wusstest, dass da was im Busch ist. Komm Stück für Stück wie Puzzles, irgendwas ganz Großes. Erschüttert die Nation, spürst du schon die Vibration, es wird sich endlos wiederholen, weder ihn noch sie verschont. Total alleine und verbrückt das Weiß, nicht mit Geigen, auch nicht mit schönen Tönen. Heute werde ich euch einmal anders verwöhnen, mit Musik so unmöglich und dann und für sich und ehrlich. Hör genau zu, sie wird für dich unempfehlig. In leichter Dimension, denn ich bin das Highlight in der Twilight. In leichter Dimension. Ich bin der Typ, nicht typisch, ihr seid Schlangen und tückisch. Alle lachen, wenn ich mich ausziehe, bin faul wie Lebowski. Willkommen in Realitäten, wo wir Tacheles reden. Style ganz groß schreiben und meine Raps groß bleiben. Wir machen, was wir lieben, und zwar 24-7. Wir machen, was wir lieben, und zwar 24-7. Wir machen, was wir lieben, und zwar 24-7. Wir sind zu laut, zu laut. Ja, gibt's sowas, ich laber zu laut über Beats und Bass. Hätte schon jenes und welches, bevor du gerade mal dies und das. Hätte Mos Eisley gerockt mit Schiff und Obi war. Und hätte das geschrieben, als 5 Sterne noch wo Tobi war. Der Schmuck, doch ich brauch keinen Chartzauber und den ganzen Hackmack. Versuch nicht anders zu sein, als ich bin, weil das kein Zweck hätte.
Ich vertrete meine Meinung, gepresst auf Vinyl, nicht auf Seite 3 in der Zeitung. Wer ist da? Dennis da. Gäb's kein Rap, würde ich breaken wie ein Ast, doch nicht als Tennis da. Ich sag Zeuge wie Daniel 9 Hit, schreibt Eis, wenn die Fetten wie 2000 Sit Drive. Mad seine neuesten Technics, Tricks, sagt von Nachmann an den Reglern, macht den Shit teil. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Deutschrap, also eigentlich nicht. Ja, deutschsprachige Sprechgesangsmusik. Ja, ich glaube, Texter zum Beispiel war zu einem gewissen Zeitpunkt echt die Band, die ich am öftesten live gesehen habe. Ich glaube auch, weil es unter anderem, weil sie so oft auch gratis gespielt haben. Danke dafür, weil das habe ich mir sonst nicht leisten können. Ja, und ich weiß nicht, das war für mich aber jetzt nicht so, dass ich dann so mich so richtig reingegraben habe. Es war immer bei mir sehr viel parallel am Start. Ich meine, für mich ging ja dann auch so der Indie-Rock gleich los und da bin ich natürlich voll reingekippt. Also hin und wieder höre ich, glaube ich, von Leuten, die mich nicht so gut kennen und die mich vielleicht aus dem so, beruflichen wow, kennen. Hörst Hip-Hop, oder? Nein, so, nein, so umgekehrt. Umgekehrt, okay. Die denken, glaube ich, so, ich höre nur Hip-Hop und ich denke mir so, ja, naja. Not halt. Also schon, natürlich, ist ein Teil. Ja, aber klar. Deshalb war ich halt nie nur in dieser einen Szene drinnen halt. Voll. Und ja, das war. Bei dir ging das ein bisschen anders ab. Ja, also mir kommt halt vor, dass das war jetzt so eine Zeit, wo sich jeder, der sich irgendwie für ein gewisses Genre irgendwie begeistern hat, können da sie einfach so richtig reingeflasht hat und sie dann halt auch dieser Szene angehörig gefühlt hat. Halt. Und du warst dann halt, entweder warst halt Punk, du warst halt Metaler, du warst Hip-Hopper, oder du warst halt irgendein Nerd, halt, der sich halt Pokémon-Karten irgendwie gezockt hat, was ich auch gemacht habe halt, aber ich habe mich trotzdem mehr irgendwie mit Hip-Hop identifizieren können, wie mit Pikachu. aber ja, keine Ahnung, das war dann halt irgendwie so, dass dann halt so alles, was damit mitschwingt halt, oder alles, was das Ganze mitbringt, dass man das halt irgendwie so in seinen kompletten, in seine Lebensrealität mitnimmt halt. Wie ja, man aber es ausschaut, war ja sehr intensiv bei dir. Ja, wie man ausschaut, ich bin halt einfach die ganze Zeit mit Baggies rumgelaufen halt, ich habe Bandanas aufgehabt halt, weiß ich nicht, 50 so New Era Caps daheim, Cornrows habe ich mir sogar machen lassen halt. Also ich habe in der Blasmusik gespielt und im Fußballverein am Land und habe Cornrows gehabt. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie gerne da verarscht worden bin. Halt. Naja, also durch das, dass ich halt meistens Libero war, halt, immer die ganz hohen Bälle annehmen muss und dann hast du halt diese Orgen quasi so wie Seile am Kopf und dann nimmst du den Ball an halt. Das hat halt noch zusätzlich weh dann. Also ich glaube, ich habe es dann irgendwie so 3 Wochen später irgendwie aufgemacht und das war dann einfach so die volle Erlösung, aber in der Zeit war das irgendwie so, ich habe mich so wohl gefühlt in diesem, ohne jetzt irgendwie so an kulturelle Aneignung zu denken, das war halt einfach so mit 12, 13 Jahren irgendwie auch kein Thema natürlich. Aber warst du da der Einzige bei dir? Naja, es hat schon so eine kleine Szene oder so eine kleine Bubble halt an Leuten halt gegeben, also Leute, die halt gerappt haben, ein guter Freund von mir hat relativ viel gesprüht, der war ein super guter Künstler, leider zu früh verstorben, rest in peace, Veni. Und ja, aber mir war es dann irgendwann einmal so, du hörst dich halt schnell einmal satt an dem, was jetzt gerade halt cool und in war halt, die ganzen deutschen Sachen und halt alles, was dann halt so mit Eminem, so diese nächste große kommerzielle Welle, die dann halt auch so ein bisschen das Radio aufgenommen hat, da habe ich mir irgendwann halt gedacht, so ja, weg von dem ganzen Blödsinn, ich will mir halt irgendwie mehr reinflashen. Und dann habe ich mich so in dieser New York Underground-Szene irgendwie so wiedergefunden. Das war halt einfach so Anfang der 2000er, vor allem das Label Def Jux hat das geheißen, die halt einfach so einen ganz einen neuen, progressiven Sound gebracht haben, ganz andere Beats, ganz andere Style, ganz andere Form zu rappen, halt sehr düster. Und da habe ich eh noch eine lustige Geschichte, dann hören wir uns das gleich an. Weil ich nämlich damals halt schon zum Platten sammeln angefangen habe, aber es hat halt irgendwie sehr wenig Möglichkeiten gegeben, sich halt auch Vinyl irgendwie zu checken. Das war halt einfach die CD-Zeit, beziehungsweise, okay, vielleicht noch Kassetten oder irgendwas überspülen. Und war dann halt immer, hab so bei unterschiedlichen Mail-Ordern, was du einen Brief hinschreiben hast, müssen halt so Platten checkt halt. Und eine davon war eben diese von LP, ich sag's jetzt, wenn irgendwer da halt gerade das Video zuschaut,
die haben halt gecheckt und die war halt so irgendwie in meiner Bubble halt so mega begehrt und da, also für die Platten habe ich sogar dann aufs Maul gekriegt halt, weil die halt irgendwie gemeint haben, ja, ich hätte keine Ahnung von Hip-Hop und warum ich jetzt die Platten habe und sie die nicht haben. Ich werde dann nachher in unserer Story auf Instagram ein Foto von mir einposten, wie ich mit 13 ausgeschaut habe und ihr dürft dann entscheiden, ob der liebe Bub wirklich eine aufs Maul kriegen darf oder nicht. Ja, voll. Und da, das war jetzt so sehr prägende Zeit für mich und da hören wir jetzt kurz rein. Entschuldigung. Had the time of his life, a capitalist with a communist wife. Started to fight and did the cats, but God did the Christ. Hardly the type to give garbage advice. He was larger than life. He penetrate the roof with your car with a spike. Trained by insane ex-marines, CIA trained a renegade, assassin androids. Half deployed pilot in black helicopter choppers over Bosnia. Sniffing so much coke, nose is fucked up. Let a lot for all y'all buy. Stand the baggy ass jeans to hide your bang. So, ich wollte vorher die Lautstärke verändern und habe den Kanal umgestellt. Also ich bin, glaube ich, nicht der beste DJ. Ja, kein Stress. Something. Ja, ich muss sagen, ich kenne mich zum Beispiel gerade in diesem New York Underground überhaupt nicht aus. Und als ich das Medley zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, irgendwie klingt es interessant, aber ja, halt, ist ein bisschen fad. Aber das war irgendwie schon revolutionär damals. Ja, schon, weil es halt einfach weggegangen ist von dieser Boom-Bap-Ära. Also die Beats haben sich damals halt irgendwie gefühlt vor 2000 dann alle irgendwie sehr ähnlich angehört. Und das war halt einfach so eine ganz andere Beatstruktur, viel mehr elektronische Elemente drinnen und halt einfach so ein Flow, der ganz neu war. Und dann halt auch dieser, wo wir diesen Instrumental-Track gehört haben, dieser RJD2, der halt einfach so quasi so ein bisschen dieses ganze DJ Shadow-Ding halt noch ein bisschen weitergeführt hat und ja, dadurch so ein bisschen zum Instrumental-Hip-Hop halt gekommen bin, halt, wo ich mir gedacht habe, hey, da rappt ja keiner, aber trotzdem kann man das ganze Album durchhören halt, und es ist trotzdem cool. Halt. Und das war halt irgendwie so ja, spannende, prägende Zeit, aber verstehe halt, dass das, wenn man das heute hört, ist das jetzt so what halt. Nein, ich glaube, ich könnte heute mehr damit anfangen als damals, okay. Ehrlich gesagt. Gott sei Dank habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt. Aber für dich wäre es ja überhaupt geil grundsätzlich, für dich stört es ja gar nicht, nur Instrumentals zu hören. Nein, gar nicht, weil ich bin ja gar nicht. Also für mich ist halt der Rapper quasi ist für mich ein zusätzliches Art Drumset halt. Also ich finde, wenn wer einen guten Flow hat, ich bin jetzt ja niemand, der sich dann halt irgendwie tagelang in die Texte da irgendwie einfuchst, weil meistens bist du dann eher enttäuscht halt, wenn es nachliest halt. Also früher halt, wenn ich noch nicht so gut Englisch kennen habe, ich weiß nicht, ob es jetzt gut kann. Und ja, von dem her war das für mich eigentlich war immer sehr beat-basiert halt und habe immer eigentlich die Beats viel spannender gefunden als das, was jetzt wirklich halt die Rapper waren. Deswegen werden die Produzenten dahinter immer mehr gefeiert, halt, sei es jetzt bei Gangsta, DJ Premier oder Pete Rock oder wurscht was. Also halt, das war mir immer wichtiger wie eigentlich der Rapper oder die Rapperin. Halt. Aber das heißt, ihr hattet dann auch, also konntest das auch teilen in deiner Umgebung mit deinen Freunden damals und die haben das auch gefeiert und ihr konntet das teilen. Ja, voll. Ich glaube, also
will jetzt nicht wieder angeben. So. Aber ich glaube, ich war dann schon so ein bisschen die treibende Kraft dahinter. Also für mich war der Punkt da, okay, nach diesem New York Underground-Ding war halt so irgendwie gegenwärtig auch wieder irgendwie nichts Spannendes. Was mache ich jetzt halt? Was ist es jetzt vorbei halt? Muss ich mal jetzt was anderes suchen, was ich her? Und dann bin ich halt so, da hat so Juice Magazine, das ist halt so ein Hip-Hop-Magazin, das, was ich früher halt einfach so abonniert gehabt habe. Da habe ich noch die Wendy gelesen. Und ja, da war halt irgendwie drinnen so die besten 100 Rap-Alben aller Zeiten halt. Und es war halt dann für mich so ein Punkt mit, ich glaube, da war so ja, zwischen 13 und 14 und auf einmal liest du halt so viele Namen, die dir halt irgendwie vorher nichts gesagt haben. So von, was sind Boogie Down Productions über EPMD, über Gangsta, Tribe Called Quest, also so eine bunte Mischung halt. Und dann habe ich mir gedacht, so, wow, okay, das eröffnet gerade ganz neue Türen. Es war ja einfach so eine Zeit, wo es noch kein Spotify gegeben hat, wo es kein YouTube gegeben hat. Du hast ja diese Musik halt wirklich nur konsumieren können, wenn du den Scheiß halt gekauft hast. Halt. Oder sie haben es irgendwo im Radio gespielt und die Radiolandschaft in Hip-Hop, bis auf FM4 Tribe Vibes, hat es damals ja auch nichts gegeben. Halt. Und ja, und dann habe ich mich dort voll eingeflasht und halt, dann habe ich ein paar Freunde gehabt. Dann war halt immer so dieses, oh geil, kennst du das? Das war ja nicht 1988, so mein, bin ich geboren. Und da habe ich halt mal diese Alben halt von damals halt irgendwie eingezahlt und wir uns halt alle gegenseitig einfach brennt zur Trafika aufgefahren, das Cover 1:1 kopiert, dann die CDs so richtig gebootlegt, die haben halt ausgeschaut, das wäre das Original. Also da sind wir schon ein gutes Programm gefahren auf jeden Fall. Zwar nie was verdient, aber halt uns gegenseitig halt quasi die nicht Tapes zugeschoben, aber die brannten CDs. Und da haben wir einfach so, ja, einfach so zurückgearbeitet bis, sagen wir, Anfang der 80er bis halt zur damaligen Gegenwart. Ich würde gern unser übernächstes Medley vorziehen. Geht das mit dem System? Ja, sicher. Oh, mal ein bisschen einen Einblick. Willst du Fremdsprachen hören? Oder? Nein, das... Deine History. Ach so, ja, voll, das ist eh das nächste. Ach so, ist eh. So, Hip-Hop-History. No joke, I used to let the mic smoke. Now I slam it when I'm done and make sure it's broke. When I'm gone, no one gets on, cause I won't let nobody press up and mess up the scene. I say. Yo, what's up, Blastmaster KRS-One? This jam is kicking. Word. Yo, what up, D-Nice? Yo, what's up, Scott LaRock? Yo, man, we chilling. This funky fresh jam. Come on. Walk a fine chalk line and put the needle to the grind. Yeah. Representing one kind, seeing eye for the blind. Witness what I carry on, bears a further purpose. From how we do slam a few, then you wanna purchase. Yeah. A dialogue of funk, you love to pop it in your trunk. I win more discipline than the Shaolin monk. Strip, being the guards getting ripped. Blunts in the bip, 40 dogs in my lips. Had a box, boom, boom, the bass were black. We on a roll on the tour, with my little man. Don't want to try to get this true mic in the head. We on a roll on the tour, with my little man. Don't want to try to get this true mic in the head. Dream. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop, smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Hey yo, you better flee, hops, or get your head flown 3 blocks. L keep rappers' hearts pumping like beatbox. And every year I gain clout and my name sprouts. Some brothers are still be virgins. The crack never came out. Are you working? What kind of work do you do? What is it you want to do when you grow up? Hey yo, I'm gonna be a tit out. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. I'm a star. Müssen wir öfter machen. ich war öfter im Flex dann auch auf so Oldschool-Konzerten, kann ich mich erinnern. Auch wenn ich das jetzt mich nicht auskannte oder irgendwas, ich war grundsätzlich gern einfach überall dabei. Und fand aber immer, dass es, ich fand die Leute halt immer urcool und ja, hatte selber aber wenig Freunde in der Szene. Und fand ehrlich gesagt die Konzerte auch ziemlich fad.
und schlecht. Naja, so ist schon immer. Also die hauen auf und ab. Aber halt der Sound war mies meistens. Ja. Die gerade die nicen Samples und so weiter, finde ich, sind urschlecht rübergekommen. Oder ich hatte einfach mega Pech. Und ja, ich glaube, vielleicht war es dann einfach auch cooler, wenn man wirklich alle Lyrics kannte. Oder ja. Ich meine, du kennst sie ja auch nicht. Nein, ich kenn's auch nicht. Halt. Ich habe noch eine lustige Geschichte, weil er gerade zum Schluss halt Gangster war, halt, nur kurz 10 Sekunden. Ich war mega der Gangstar-Fan, halt, aber wie ich vorher schon gesagt habe, war irgendwie mehr am Produzenten interessiert, halt, weil der halt so quasi in den 90ern, 2000ern so alle Rap-Acts mit fettesten Beats beliefert hat, DJ Premier. Dann bin ich zum Konzert gefahren nach Graz und dann war nur Guru da, der mittlerweile auch schon gestorben ist, rest in peace. Und dann war irgendwie enttäuscht und irgendein anderer DJ war halt dabei und so, dann bin ich halt dann auch hin, es war echt super wenig los, halt, da waren halt vielleicht so 150 Leute. Im entweder BBC oder auf EOM, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber jedenfalls voll traurig, waren für mich voll die Legenden. Halt. Bin in der ersten Reihe da auf und ab gesprungen. Und dann bin ich danach hin halt, und wollte halt noch was unterschreiben lassen. Und ich habe nichts gefunden halt, zum Unterschreiben. Und dann habe ich mein Nokia 3310 Handy ausgeräumt. Wir haben hingegangen, er hat es unterschrieben. Und ich habe halt so gesagt, so, hey, where's Primo? Also wo ist halt der Produzent, halt der DJ? Und er hat mich halt so, so ziemliches Backel halt so drüber gekommen über die Decke und hat mir quasi gesagt so, ich bin da und wenn dir das nicht reicht, dann verpiss dich halt. Und ja, sehr angenehmer Mann anscheinend. Aber Musik trotzdem legendär halt. Voll. Was haben wir als nächsten Punkt? Ja, also im Endeffekt, ja, dann war es vorbei, oder? Also was war dann gefühlt Hip-Hop für die, für mich, für ja, uns alle? Was war's? Paar Oldschool-Konzerte, die ich nicht so gefeiert habe vor allem. Und dann halt eher so, was wir gerne Club-Gepose nennen. Ja, voll. So ein bisschen mit 50 Cent dann irgendwie losgegangen. Ja, aber oder eher Deutschrap, so die harten Deutschrap, Sachen, halt, ja, die für mich gar nichts waren. Ja, na, die sich dann auch sehr an die Amis halt anpasst haben. Halt auf Amis so, weiß ich nicht, Cool Savage oder irgendwie Flair, wurscht wer. Vor allem mit so fetten Birds-Mänteln und fetten Karossen, die ganzen Club-Videos. Und keine Ahnung, dann habe ich mich irgendwie auch nicht mehr so wirklich wohl gefühlt oder habe mich nicht damit identifizieren können, weil, weiß ich nicht, ja, ich war halt ein Landei. Entweder es war sauhart, Gangstery, ja, oder es war dieses dann wirklich sowas in Wien im Loco oder keine Ahnung, ja, in irgendwelchen Clubs halt gehört hast und dich aneinander reiben hast halt, müssen ja, irgendwie und auf einmal da so. Das war beides nichts für mich. Nein, für mich da war auch ich nicht viel mehr dem und Indie und Elektro. Ja, Indie, Elektro, das war dann unser Modus, oder? Aber da haben wir eh wieder Wortmeldung, glaube ich, zu dem Thema. Urgestein. Also wieder Urgestein, meldet sich dazu Wort. Boah, wenn ich das schon höre. Im Hip-Hop sei nichts los gewesen. Aber Indie und Elektro ging natürlich super. Ihr seid die Ersten, die auf der Hausparty, auf der WG-Party, wo auch immer, komplett abgehen, wenn Miss Jackson von Outkast läuft. Oder wenn ein alter Hit von Kanye kommt, Jesus Walks zum Beispiel. Meine Güte, auf Late Registration, auf College Dropout allein waren Sachen drauf, die werden wir nie wieder haben. Kanye war noch sane, aber einfach zu sagen, da ging nichts, da war nichts, wir haben nur Indie und Elektro gehört. Da macht es euch ein bisschen einfach. Hört euch die alten Outcast-Sachen an. Lupe Fiasco ist in den 00er Jahren aktiv geworden, rausgekommen, groß geworden, hat unglaubliche Sachen veröffentlicht. Auch Jay-Z hat da Sachen dabei gehabt wie Blueprint 1, das Black Album. Es gab einfach viel zu viel, als sich da so zu verschließen, wie ihr es von eurem hohen Ross tut, wo nur das geil war, was ihr wirklich gehört habt. Achtung, Achtung, hier spricht die Hip-Hop-Polizei. Ja, so quasi, also danke für den Einwurf natürlich. Also in der Zeit, wir haben uns ja länger schon vorab, also ist jetzt nicht so das Gespräch, was jetzt so quasi frei rausgeht, wir haben uns schon ein paar Mal vorher unterhalten über unseren Zugang und so und sind dann schon draufgekommen, dass in den Jahren natürlich halt der Hip-Hop für uns wichtig war, aber es war halt nicht mehr so dieses, wie halt für mich am Anfang dieses, wow, ich fühle mich so sehr als Hip-Hop, aber für mich war es eher peinlich halt, wenn du dann irgendwie auf einem, weiß ich nicht, FM für Frequency oder was warst und dann so, hey, was hörst du eigentlich in unserem Hip-Hop? Und so, okay, ciao. Und das war halt irgendwie so diese Zeit, wo sich halt einfach so viele Einflüsse, dann habe ich von Metal über
Drum and Bass, über Techno, über Punk, einfach alles gehört und Hip-Hop war Teil davon. Und das war wahrscheinlich bei dir auch so, oder? Also ja, wobei ich wirklich halt eher in diese Indie-Welle und dann Elektro und dann Techno geritten bin, würde ich jetzt mal sagen. Und was ich da schon noch viel gehört habe, war so Erykah Badu oder Jordan Alani oder sowas. Auch schaute dann die Bernie, die mir immer wieder Alicia Keys auch gezeigt hat oder mit mir gefeiert hat dann. Und ja, das war so, das war aber dann ja natürlich auch nicht Rap oder irgendwas, aber das ist so das, was für mich noch da halt, was ich damals entdeckt habe aus dem Bereich. Aber eins der geilsten Konzerte, und wir haben auch letztens drüber geredet, war doch dann, weil du Frequency genannt hast, The Roots. Ja, damals noch in Salzburg am Frequency und das hat mich schon hart geflasht. Das war so geil, das hat so, so Spaß gemacht. Nichts los, oder? Nein. Also da waren wir wirklich so vor der Bühne. Die haben, glaube ich, um 14:30 gespielt. Mega Show. Aber mehr wie 200-300 Leute gefühlt. Nein, werden schon mehr gewesen sein. Also 200 Leute beim Festival ist schon sehr mini. Aber gefühlt waren es nicht mehr und das war eigentlich super. Stimmt, genau, voll. Und noch ein ganz anderer Punkt, was ich urspannend finde auch, was du mir erzählt hast, war Rap oder diese ganzen, auch diese Club-Big-Hits, dass man die zwar teilweise im Radio gespielt hat, aber die Rap-Parts haben gefehlt. Ja, ich weiß nicht, ob nur mir das so aufgefallen ist, es hat jetzt so ein paar Hits gegeben, das war halt damals irgendwie so super cool, dass jetzt jeder Popstar dann halt so an einigermaßen bekannten Army-Rapper halt da mit ins Boot holt und dann halt gibt es halt in dieser Hit-Single einen kurzen Rap-Part halt. Und immer wenn irgendwas in die Richtung halt so auf Ö3 gelaufen ist, so weiß ich nicht, Dirty von Christina Aguilera und da hat es halt diesen Redman-Part gegeben, eigentlich ist das ja eine Redman-Nummer, die Christina Aguilera dann genommen hat für sich selber. Und dann sind immer diese Parts rausgenommen worden. Dann war entweder halt so kurz Dance Break oder halt einfach so Radioversion und diesen Rap-Part hat es nicht gegeben. Das hat mir irgendwie gezeigt, obwohl Rap damals schon so riesig war halt und einfach schon so kommerzialisiert worden ist, dass das eigentlich in Österreich irgendwie noch immer nicht so wahrgenommen worden ist. Das ist halt so, oh, da kommt jetzt irgendwie so eine Sprechgesangseinlage und da, wenn das jetzt der Sepp im Auto hört, am Weg zur Schicht hört, dann schaltet er weiter, weil das will halt nicht hören. Halt so. Gefühlt ist mir das irgendwie vorgekommen. Falls irgendwer sich da auskennt, wieso das so war oder Input hat, Label People oder falls, irgendwas. Ja. Falls irgendwer für Ö3 gerade zuhört, dann ist ziemlich sicher. ja, voll. Und dann, also für die war ja, du, wir haben ja dann auch geredet, dass ich war halt sehr deutschsprachig, englischsprachig fokussiert. Ein paar französische Sachen und so hat es schon ergeben, aber du hast ja dann auch irgendwie so mehr mit sehr internationalen, anderen, anderssprachigen also beschäftigt. Ja, voll. Das kam auch wieder, glaube ich, über den Bruder meiner besten Freundin, damals auch der französische Rap. Ja. Und da ging es auch wenig ums Verstehen, aber ich finde, ich habe immer wieder, egal ob es slowakischer, niederländischer, whatever, Rap, es gab ein paar Sprachen, die haben in meinen Ohren echt arg geflowt. Und Deutsch war das irgendwie auch nicht. Und genau, da gab es dann eben französische Sachen, werden wir eh gleich ein bisschen was hören, aber über die Zeit, dann auch über die Beschäftigung mit ein paar anderen Themen, habe ich die Möglichkeit bekommen, auch aus dem arabischsprachigen Raum ein paar Sachen, auch Interviews zu führen mit Künstlerinnen. Und das ist dann halt, da war es dann halt natürlich wichtig, irgendwie auch inhaltlich sich ein bisschen damit zu befassen, weil die meisten Dinge dann wirklich irgendwelche gesellschaftskritischen, politischen Inhalte hatten, und Hip-Hop hat einfach so krass als Sprachrohr gedient für die. Und ich meine, die haben das dann eh meistens auch im Ausland also gelebt oder veröffentlicht oder so und nicht in Marokko oder sonst wo. Und ja, das waren einfach Dinge, die mich fasziniert haben und die mir einfach gefallen haben. Haben wir eine, oder was? Ja, voll. Jetzt haben wir es uns eine.
la meuf a peur du train. Contraint, je suis une contrainte. C'est par contre amoral qu'elle se retrouve contrainte. Eu quero beber, saneamento básico, cacete, isso é o mínimo. Dignidade do poeta que vai se diluindo numa luta covarde, vão seguindo, tossindo. O que mais me incomoda é sua pobreza de espírito. O que mais te incomoda é que eu sou feliz fazendo isso. Desisti nunca, não sou covarde. Queira ou não, rap é uma realidade. Desisti nunca, meu povo não é covarde. Queira ou não, rap é uma realidade. De luta, 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 luta. Was mir noch eingefallen ist, jetzt ja, während wir das gehört haben, ist, ich glaube, dass echt Last.fm eine urwichtige Quelle für mich war in der Entdeckung von diesen ganzen Sachen. Weil da so bin wie ich jetzt WLAN Radio für viele Leute. Genau. Ja. Und ja, das war so geil damals von mich da rein. Da, ich habe vielleicht keine Platten, in keinen Platten herumgegraben, aber ich habe mich da durchgeklickt und dann versucht, Sachen runterzuladen, LimeWire und keine Ahnung, wie das alles hieß. Und das war irgendwie einfach voll cool. Und dann, keine Ahnung, wenn man mal irgendwie auf Urlaub war, irgendwo zu schauen, was es gibt dort an fremdsprachigen Sachen, das war irgendwie ganz leibend. Ja, weiter. Also wann ist dann im Endeffekt, jetzt haben wir drüber geredet, beziehungsweise sind ein bisschen zurechtgewiesen worden von unserem deutschen Kollegen, dass da in der Zeit ja trotzdem viel passiert ist, halt in der Hip-Hop-Szene, was wir vielleicht jetzt nicht so mitgekriegt haben. Aber dann hat es ja wieder einen Punkt gegeben, wo man irgendwie das Gefühl gehabt hat, wow, jetzt tut sie wieder was, jetzt wird es wieder spannend. Das haben wir, glaube ich, so ungefähr, haben wir da so, glaube ich, in den gleichen Modus gehabt, halt, wo auf einmal halt Rap so viel unterschiedliche Einflüsse gehabt hat. Also es hat sich so viel vermischt auf einmal, was man, glaube ich, vorher einzeln entdeckt hat. Und das wurde dann zu crazy Sounds zusammengemischt. Und irgendwie wusste man im ersten Moment vielleicht gar nicht, okay, wie gehe ich damit um? Wie tanze ich dazu? So nett. Genau. Und das war aber einfach geil und was Neues, Erfrischendes. Und das voll. Also das war halt einfach so experimenteller Rap, kann man es zusammenfassen. Also experimenteller Hip-Hop ist immer so schwierig. Halt, also im Endeffekt ist ja Hip-Hop die Mutter und Rap ist halt ein Unterelement von Hip-Hop. Also nur falls da die Achtung, Achtung, hier spricht die Hip-Hop-Polizei. Wieder anklopft, dann alles safe. Ja, und da hat es halt einfach so viele Künstler gegeben, halt. Da hat es halt dann so, für mich war das halt so Death Grips halt und Clipping und Shabba's Palaces und halt alles, was da halt gegeben hat, was halt so unterschiedliche Sounds zusammengemischt hat. Für was, also was bei mir war das, glaube ich, eine Phase, wo ich angefangen habe, aufs Donau Festival in Krems zu gehen und ich muss sagen, es wäre jetzt ja bald wieder soweit und ich finde es so schade, dass es nicht stattfinden kann, weil dort bin ich hingegangen und ich habe nichts gekannt und es ist eigentlich immer noch so, jedes Mal, wenn ich hingehe, kenne ich nicht mal die Hälfte der Acts oder Künstlerinnen und dann lässt man sich halt drauf ein, dann hört man das, dann hört man die Beats, dann hört man, sieht man die Leute, es ist irgendwie einfach so bewusstseinserweiternd gewesen. Und das war so einfach richtig schön und dadurch, glaube ich, habe ich einfach gelernt, einfach auch mit diesen ganz anderen Sounds umzugehen und auch in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten und das war, hat so gut getan. Voll. Haben wir eine oder was? Ja.
fuck okay. Make me illie. Okay, okay, feel me. I'm in an 800 abandoned building. No daylight, one midnight, lamp lit 24/7. Murder that window, two exits. Pulling up on my hitman, stay armed like a wristband. I don't kick it with no hole. If you wanna kick it, get a kickstand. All these bitches is big fans, in my corner is big man. Try to run up on me, then saw the Glock and that bitch ran. Hella times when I'm making raps, I make these niggas look stupid. A lot of motherfuckers full of shit, so you know they walk around pimping. I've been dropping friends like left and right, to be honest, none of it hurt me. Cause I'm in mouth water when they see me, I'm assuming that nigga thirsty. I spit in 16, but no, it ain't sweet. Mess up the beat with a flow so neat. No, we can't kiss, you can't even kiss feet. With SpongeBob SquarePants, open your teeth, that yellow, yellow, yellow shit. Niggas bugger, get a grip. Can't take me nowhere. But wanna feel, man, you a motherfucking trip. This the crazy shit in the club. Sis in the club. It's so packed, I might ride around on my bodyguard back like Prince in the club. She said, can you get my friends in the club? I said, can you get my Benz in the club? Don't get my shadow in the valley of death. I try to find a valley when collateral is dead. Them talk, them talk, them talk. Can we talk about needing jobs? Can we talk about cleaning blocks? Can we talk about grief and loss? Can we talk about the young black boys who are out in the street and just get shot? Are they gonna let them kill the cops off? Blood on you and you can wash. I summon for a sinner from a prisoner of God. So free by your mind. Game don't wait, heavy, wait. Eyes heavy, but it's time to grind, motherfucker, can't be late. Hold up, wait. Fucking 9 to 5, push work state to state. Shit. No work, no food, still eating off paper plates. Banana clip is a paperweight, paper mate. Tally how you married to the game. She fucking everybody, but you still put a ring on it, own it. Keep it 100, homies. Homies where the homies, homies where the homies got your back. Get your backpack, get back to the block, bring it back to the block. Shit, sling it crack, beats cracks in a sack of really gack. But the Glock cock back, lay another body flat. Here when they turn on the street lights, hustle till they cut them off, that's the street life. Got the chrome on my hip and a bird for sale. That's how I get mine. Ja, so war das. Da hat man noch Musik gehört, die war Beat nur aus einem Weckerton besteht. Gute Zeiten. Ja, gleichzeitig, und dann? Oder also für mich war das relativ gleichzeitig. Also wir sind ja, wie gesagt, eben unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Dinge unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten entdeckt. Und das war ja dann die Zeit, wo dann diese neueren Dinge, die aber du, wie du sagst, ein bisschen nach Oldschool geklungen haben, ja, wieder gekommen sind. Also Joey Badass oder, for, ich weiß nicht, Childish Gambino war, ja, für mich einfach mit seiner Vielfalt an Sounds und so einfach saugeil. Da hat sich irgendwie jeder wieder drauf einigen können. Also auch diese ganzen Hits von früher, die dann halt so waren, ja, okay, bisher habe ich alles irgendwie scheiße gefunden, was jetzt so passiert ist, aber das finde ich wieder cool, weil halt einfach auch viele Samples, viele Referenzen von früher irgendwie wieder einbaut worden sind halt. Und es war halt einfach so diese neue Rap-Welle halt, auch von heraus aus diesem ganzen Club-Gepose wieder hin zu mehr intellektuellen Texten, zu mehr Sozialkritik. Ich meine, so erste Kendrick-Alben halt. War das früher auch so intellektuell? Ja, hat es schon natürlich auch gegeben. Also ich meine, Rap war ja, Rap kommt ja im Endeffekt, so die ersten Rap-Tracks waren ja schon sehr, die Gesellschaft oder das politische System sehr angereitet haben. Halt. Also so Grandmaster Flash, The Message, halt, einer der ersten Hip-Hop-Songs war ja so, hat ja aufgezeigt, wie es halt quasi, wie es ist, halt in ärmlichen Verhältnissen aufzuwachsen und so. Also das hat es schon immer gegeben halt, ja. Voll. Und das war, glaube ich, dann halt einfach so der Punkt, wo wir, glaube ich, auch beide, auch durch die Arbeit, wir hackeln zusammen in der Schicht. Gerade gar nicht. Halt. So, bedingungsloses Grundeinkommen gerade am Start, deswegen können wir das auch machen. Coronavirus! Danke, Coronavirus. Und ja, voll, dann hören wir in diesen Sound quasi eine, der irgendwie so ab 2011, 2012 irgendwie uns da sehr begleitet hat. Okay.
said he's sick of the disses. I told him to quit bitching. It says in the fucking hotline for a fucking shrink. Sheesh, I already got mine, and he's not fucking working. I think I'm wasting my damn time. I'm clocking 3 past 6 and going postal. This the revenge of the dicks. That's 9 cocks that cock 9. This ain't no VTEC shit or Columbine, but after bowling, I went home for some damn adventure time. Stag, money insane, pissy getting brain like crack. What's my name in the woods? Got these niggas using MapQuest. Man, fuck a backpacker. Niggas with OCD, NWO. All white like my clothes, CW shows. Nigga got sign, it's an anomaly. No cosign, trigonometry. Man, these niggas hate me. No, Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you're doing. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah. Look like I'm off a codeine, low key. Don't be so judgmental, even though I'm reminiscing. If I don't know what a miss is, I'ma end up figuring out that it's home and my mother and my grandmother, cocoa butter kisses. This is just a testament to the ones that raised me, the ones that I praise and I'm thanking. I need a butter kind of call up in my clothes, and I wanna get a hug, and I can't cause I'm stinking. Never too old for a spanking. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my memories, my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I think we all addicted. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. Das war auch alles wieder irgendwie dancey. Kannst dich an Anderson Park in Porgy and Bess 2016 erinnern? Oh, es war schön. Super schöne Zeit. Ja, voll. Also da ist irgendwie gefühlt wieder so ein Spirit auftaucht hat und das irgendwie so weltweit hat. Also in der Zeit hat sie ja wieder Deutschrap komplett, also wieder aus unserer sehr subjektiven Sicht halt, glaube ich, so wieder ein bisschen erhoben und auf einmal war halt das so allgegenwärtig und auf einmal war halt so, war das so das Genre halt einfach, was die Charts bestimmt hat. Das hätte es halt früher nicht gegeben. Halt. Keine Ahnung, bei mir war nur so ein kleiner Indianer auf Platz 1, aber das jetzt so Capital Bra dann irgendwie halt durchfetzt und dann irgendwie 8 Nummern oder die besten 10 oder Raff oder wurscht was. Und also jetzt schon. Pizzas und Eistees beim Sparverkauf. ja, das war jetzt schon ziemlich witzig. Übrigens, wir haben... Oder wie soll ich das jetzt sagen? Kommt die Hippo-Polizei gerade daher? Kommt sie daher oder nicht? Okay, sie kommt gleich. Achtung, Achtung, hier spricht die Hippo-Polizei. Grinch-Alarm. Ich war, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, einfach nie in dieser, in Wien, ich bin in Wien aufgewachsen und ich war nie in so einer Hip-Hop-Szene drinnen. Mm. Und bevor jetzt irgendwer wieder sagt, ja, und was ist mit dem österreichischen Rap und das war ja alles da, ja, war eh da. Und wir kennen es teilweise auch und wir kennen, appreciaten das natürlich auch. Es hat uns einfach in der Zeit nicht so stark geprägt und ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen, dass wir da jetzt... Aber umso stärker und besser ist es jetzt natürlich. Ja, natürlich. Also mit heiße Luft-Label, mit 808 Factory, nachher legt Eda Babu auf, halt, als DJ Blechhütte. Genau. Und was dann auch für mich aufgetaucht ist in der Zeit, waren irgendwie, wir haben ja vielleicht jetzt festgestellt, Ladies waren weniger am Start, waren auch bei mir beim Musikhören, eben wie schon genannt, Joy Denelani und Erykah Badu eigentlich so weniger. Ich meine, Lily Allen habe ich auch gehört oder so Sachen, aber es war wenig vorhanden. Vielleicht fand ich es einfach geiler, in meiner Indie-Rock-Zeit Alex Turner anzuschmachten oder sowas. Aber irgendwie auf einmal war so viel da von Frauen, nämlich da war für mich Angel Hayes auch so ein geiles Konzert. Ich glaube, es war auch so 2016 im Flex oder Abra auch. Da bin ich dann alleine hingegangen auf diese Sachen, weil ich eben jemanden... ja, nein, es war für mich, ich hab mein, es war für mich einfach so geil, dorthin gehen zu können. Abra bei, wie hieß es, im Café Leopold, jetzt fällt es mir wieder nicht da.
bin ich um Mitternacht einfach, obwohl ich saukrank war, noch hingefahren, weil ich mir gedacht habe, jetzt scheiß drauf, ich muss mir das geben, wenn die schon mal da ist. Und es war so geile Erfahrung, so eine geile Show. Und deshalb natürlich gab es Lauryn Hill und Missy Elliott und so weiter und all viele, viele andere Frauen früher, aber ich bin so froh, dass das einfach so von selbst dann irgendwie auch in meine Wahrnehmung gekommen ist und freue mich, dass das heute auch schon viel stärker ist. Gehört natürlich immer noch viel mehr gefördert und gepusht und sichtbar gemacht, weil es gibt das ja alles und vielleicht haben wir da ein paar Nummern. Why am I so easy to forget like that? It can't be that easy for you to get like that. Oh no, she didn't. Oh yes, I did. Oh no, she didn't. I'll do it again. Leave me lonely for prettier women. You know I need too much attention for shit like that. You know you wrong for shit like that. I could be your supermodel if you believe. Now, da haben wir jetzt gerade am Ende Georgia Smith und Kali Uchis gehört und das war ein Highlight auch in meiner Konzert-Festival-Geschichte, wo ich dann auch mal wieder alleine aufs Lovebox-Festival nach London gefahren bin, weil da hat einfach jeder gespielt und das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe da gesehen dann endlich Childish Gambino, ich habe gesehen SZA, habe ich fast verpasst, echt, das war so, ja. Georgia Smith und Kali Uchis, die waren bitte alle auch gemeinsam auf der Bühne, es war so geil. Aber der Sound war scheiße, hast du gesagt, oder? Ja, pst, jetzt nicht. Aber es war so, so schön, das alles erleben zu können und war wirklich jetzt, wo ich so mich da wieder reinfühle, ist es Coronavirus! Ja, okay, das war's, genau, brauche ich nicht mehr dazu sagen. Und es war so schön. Ja. Hoffentlich geht's bald wieder los. Ich glaube, wir sind so ungefähr am Ende, oder? Ja, wir sind relativ gut in der Zeit, ich bin schon total begeistert. Das haben wir gerade gedacht. Was ich am Anfang vergessen gehabt habe, halt, was ich noch sagen wollte, halt, ich weiß nicht, ob sie zuschaut, aber... hallo Oma, meine Oma liegt nämlich gerade im Krankenhaus leider, weil sie einen leichten Schlaganfall gehabt hat. Und ja, ich komme die bald besuchen, hab die sehr lieb und gute Besserung, schnelle Besserung. Ja, ich glaube, halt einen Button. Oder haben wir irgendwelche Buttons noch nicht gehabt? Halt? Ah ja, den haben wir noch nicht gehabt, genau, voll. Aber sonst eigentlich, den wollte man noch bringen, wenn halt irgendwer zu lang labert. Nein, stopp! Jetzt reicht es! Hallo, nein, jetzt red ich!
Aber haben wir leider nicht gebraucht, weil wir einfach so eine gute Gesprächs... Wie sagt man dazu? Gesprächsflohigkeit zwischen uns gehabt haben, dass sich niemand, glaube ich, gegenseitig ins Wort gefallen ist, oder? Also nein. Ist gut gelaufen, muss ich sagen. Ja, wir schon die nächsten... Gratuliere, Herr Germann. Gratuliere, Frau... Darf man, wir sind eh getestet, natürlich alle heute. Und die Hände werden gleich desinfiziert danach. Wir haben noch einen Abschluss. Na, jetzt müssen wir noch sagen, dass es halt wieder noch was geben wird. Ja. Halt. Also wenn es uns zugelassen wird, der Johannes und die Caro von WLAN Radio, dann werden wir nächstes Monat die nächste Show machen und die dann ein bisschen, das wäre jetzt so Introduction, nur um zu sagen, hey, wir kennen uns ein bisschen aus. Oder nicht halt. Also könnt ihr uns auch Feedback geben. Übrigens Instagram, sag du. Ja, uns gibt es auf Instagram, genau, und wir freuen uns über Kommentare und Feedback und Hate, bitte auch alles. Mhm. Wir sind gerne auf Konfrontation hier, wir können damit umgehen. @saft_ig. Saftig, genau. Also mit zwei Unterstriche zwischen. Und ja, in den nächsten Sendungen, wir würden halt gerne, ich meine, es steht noch nicht ganz klar fest, das Konzept, aber wir würden halt gerne nicht die ganze Zeit über Musik labern, sondern halt wirklich auch über, ja, was hat Rap oder was hat Hip-Hop, die Hip-Hop-Kultur halt an Einfluss gehabt in unterschiedliche gesellschaftliche Fragen, in Sprache, Mode. Ja, oder was einfach irgendwen, was die einzelnen Leute, die hier auch zuhören, wenn sie es tun, auch beschäftigt oder die Frage, die man sich vielleicht stellt, was ist das heute eigentlich noch, was ist mit der Ironie, wo ist die Realness, ist zu viel Realness, nimmt man sich zu ernst, voll. Was geht eigentlich so viele Fragen. Mit dem ganzen Geskripte. Und wir liefern vielleicht die Antworten, who knows. Genau. Aber ja, jetzt zum Schluss. Jetzt haben wir noch einen Abschluss, Medley, Turn-Up, Ausblick. Ja, bevor dann eben DJ Blechhütte übernimmt hat und die Blechhütte hier rocken wird, spielen wir noch ein bisschen Mucke jetzt da halt, wenn es ausgeht, oder? Geht's danke fürs Zuhören. Danke, bis zum nächsten Mal. And the sun don't shine, run a yo no more. And the girl say, yeah, ain't no more. And we richer than the rich, we ain't poor no more. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen you around, no car, don't page me. Pull up on your block and you ever try to fade me. Calm down, all good, baby, it's crazy. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen you around, no car, don't page me. Pull up on your back, don't you ever try to fade me. Calm down, all good, baby, it's crazy. I am a one-woman army. I am the force that will speak of. What's a wave to a tsunami? Chew my drip enormous. Your tap running out, talk about awkward. My thoughts hella distorted, but got my foresight, I was moving forward. This is for you now. 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 Do planeta que eu vou dar pra Deus e o mundo, vou dar até pro capeta. Tu pude até ser último boy do planeta que eu vou dar pra Deus e o mundo, vou dar até pro capeta. Mas se depender de mim, mas se depender de mim. I can fit. Shy girl. Sega bodega. You know
no zebra fucking care.